Horizon Zero Dawn. Seit 2004 hat sich Guerilla Games voll und ganz der Killzone-Marke gewidmet. Doch plötzlich kam das niederländische Studio mit Horizon Zero Dawn um die Ecke. Das PlayStation 4-exklusive Open-World-Spiel besticht mit seiner wunderschönen Grafik und seinem außergewöhnlichen Setting. In der Zukunft ist die Zivilisation zusammengebrochen und die Welt wird von Robotertieren und Roboterdinosauriern bewohnt. Als eine der letzten überlebenden Menschen schlagen wir uns ab dem 1. März als Heldin Aloy durch die Welt. Kämpfen, legen Fallen, hacken Roboter und versuchen zu überleben. Dabei haben wir kein geringeres Ziel, als den Fortbestand der Menschheit zu sichern. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Fast 6 Jahre ist es her, dass ein großes Zelda auf einer Nintendo-Heimkonsole erschien. Klar gab es da 2 HD-Aufgüsse und Handheld-Ableger, aber Skyward Sword markiert das letzte große Abenteuer. Und wie schon zum Wachwechsel von GameCube zu Wii, markiert Breath of the Wild einen Meilenstein in der Historie von Nintendo. Und dieses Mal könnte es auf der Wii U und der Switch etwas ganz, ganz Großes werden. Die ersten Traumwertungen trudeln bereits ein und die gigantische Open World Map von mutmaßlich 360 Quadratkilometern ist ein echtes Brett. Wir können es kaum noch erwarten, mit Link durch Hyrule zu reisen und diese Spielwelt in uns aufzusaugen. DJ Perico with a special message from El Sueño. Bolivia, the nation of Santa Blanca. There are men and there are giants. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Nach Rainbow Six Siege kommt im März nun das nächste dicke Ding aus dem Hause Ubisoft. Erneut unter Tom Clancy's Namen veröffentlicht, erscheint Ghost Recon Wildlands, der mittlerweile 10. Teil der bekannten Taktik-Shooter-Reihe. Das Spiel entfernt sich vom futuristischen Setting seines Vorgängers und schickt den Spieler nach Bolivien in der heutigen Zeit, um sich dort den Kampf gegen die Drogenkartelle des Landes anzunehmen. Als erster Open-World-Titel der Reihe verspricht das Game eine abwechslungsreiche Reihe an Locations, wie beispielsweise Berge, Städte und Wüsten, sowie eine Vielzahl an NPC-Gruppierungen, mit denen man sich anfreunden oder auch anfeinden kann. Ob Ghost Recon Wildlands überzeugt oder nicht, das könnt ihr jetzt herausfinden. Das Spiel erscheint am 7. März für PC, PS4 und Xbox One. Hang on. Let's move. Manche sind Soldaten. Wir sind Ghosts. Welcome to a new kind of Lego game. Where anything is possible. Lego Worlds. Lego-Spiele gibt es gefühlt schon seit grauer Vorzeit. Das stimmt zwar nicht ganz, aber was haben wir nicht alles schon erlebt? Star Wars, Indiana Jones, Fluch der Karibik, Herr der Ringe, Lego City Undercover und vieles, vieles mehr. Der letzte große Coup mit der Lizenz zum Klötzchenpuzzeln war Lego Dimensions. Und jetzt kommt endlich Lego Worlds auf den Markt. Open World, Open Gameplay und virtuelles Lego bauen, bis der Arzt kommt. Was kann man mehr von einem Lego Game erwarten? Vielleicht noch einen Online-Modus, in dem man die Kreationen anderer erkunden und erforschen kann? Rein damit und ab dafür! Los geht es schon am 9. März. Become a Master Builder. Welcome to Lego World. Mario Sports Superstars.
Wenn Mario zum sportlichen Wettkampf bittet, kann man sich immer auf ein Turnier der besonderen Klasse vorbereiten. In Mario Sport Superstars könnt ihr euch in Golf, Tennis, Baseball oder Fußball messen, die Mario ja bereits im Pilzkönigreich etabliert hat. Für ganz neuen Wind sorgt dabei die Reitdisziplin. Dabei bekommt ihr nicht nur Minispiele oder Kurzfassung, sondern das gesamte Paket auf euren 3DS, egal ob mit 22 Mann auf dem Fußballplatz oder beim Reitrennen durch schöne Wälder und Flüsse. Wer sich einer zu großen Herausforderung gegenüber sieht, greift zu den Amiibo-Karten und boostet die Fähigkeiten und Werte seines Teams. Ob das unter Doping fällt? Nier Automata. In der Zukunft wurde die Menschheit durch eine Invasion von Robotern auf den Mond vertrieben. Von dort aus schickt diese nun Yorha genannte Kampfandroiden auf die Erde, um diese von der Roboterarmee zu befreien und wieder bewohnbar zu machen. In der Rolle der Androidin 2B liegt es nun an uns, die Angreifer in bester Platinum Games Manier mit Hilfe verschiedener Waffen und Kombos in die Flucht zu schlagen. Da Yoko Taro, der Creative Director des Originals, auch hier wieder an Bord ist, kann man außerdem eine außergewöhnliche Geschichte voller Twists und verrückten Konzepten erwarten. Der Kampf zwischen Androiden und Robotern beginnt am 10. März auf der PlayStation 4. I can handle this! Androids were designed to protect their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining members of Yorha. That's not the operator. It's... You waiting for Tarzan, yo? Forget about it! Styx, Shards of Darkness. Was ist grün, stinkig und versaut einem jede Geburtstagsparty? Kleiner Tipp, es ist nicht Mamas besonderer Gurkensalat. Vielmehr ist es unser aller Lieblings-Kobold-Assassine Styx. Im Spiel Styx, Shards of Darkness kehrt er nämlich zurück, nachdem er sich aus seiner alten Heimat zurückgezogen hat, um in der Stadt der Dunkelelfen seinen Tages- oder eher Nachteinnahmen etwas aufzubessern. Wer den Vorgänger mochte, wird hier sicherlich seine helle Freude haben, da eine größere Welt, mehr Lore, eine neue Bewegungsvielfalt und die Unreal 4 Engine für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgen sollen. Und weniger sollte nach 3 zusätzlichen Aufschubmonaten auch nicht zu erwarten sein. Flatout 4 Total Insanity. 2004 erblickte Flatout das Licht der Gaming-Welt. 13 Jahre später rast Flatout 4 Total Insanity zu euch auf eure PS4 und die Xbox One. In einem Mix aus dem Bekannten von damals und brandneuem Content liefert euch Flatout 4 den absoluten Wahnsinn. Beweist euer Können in der Arena beim Capture the Flag oder Deathmatch, testet eure Präzision im Stunt-Modus und schleudert eure Fahrer ins Ziel. Online wie offline gibt es nur eine Devise: Zerstörung. Ja, einen Eiscreme-Truck mit Düsenantrieb gibt es auch. We slept for hundreds of years, dreaming of a new home. But when we finally awoke, our dreams of peace were shattered. Mass Effect Andromeda. Die Kalibrierungen sind vollendet. Die legendäre Mass Effect-Reihe wird fortgesetzt. Andromeda lautet der Titel des neuesten Spiels aus dem Hause BioWare und versetzt euch in die Rolle von Sarah oder Scott Ryder, die als Teil des Andromeda-Programms die Aufgabe haben, neue Planeten zu bevölkern. Das Game spielt zeitlich zwischen dem zweiten und dritten Teil des Franchises. Commander Shepard und die Crew der Normandy sollen jedoch keinen Auftritt haben. Stattdessen erhält eine komplett neue Gruppe den Platz im Rampenlicht. Wir sind jedenfalls gespannt, was das Spiel zu bieten hat und halten euch auf dem Laufenden. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One. Take cover! Take cover!
Vikings Wolves of Midgard. Als wir Vikings Wolves of Midgard beim Enthüllungsevent das erste Mal sahen, kamen direkt heimische Gefühle auf. Das, was wir da sahen, wirkte auf den ersten Blick wie ein gutes, von Diablo inspiriertes Hack-and-Slay-Fantasy-Game mit nordisch-mystischem Einschlag. Und genau das bekommen die Spieler jetzt auch serviert. Ein Action-Rollenspiel in der ziemlich brutalen Welt der Ulfung. Hier häckseln sich Wikinger mit Äxten, Schwertern, Hämmern und Bögen durch allerlei fieses Ungetier, das einem an den Kragen will. Und alles dreht sich um Blut. Um eures, wenn ihr ins Gras, in den Schnee beißt und um das Blut eurer erlegten Feinde. Denn das opfert ihr den Göttern Odin, Hel und Tyr, die euch dafür mit Geschenken und Upgrades belohnen. Macht euch auf den Weg vom irdischen Midgard über das frostige Niflheim bis hin nach Balheim. Und wahlweise geht das sogar im Zweispieler-Koop-Modus.